Und da wären wir wieder zurück nach einer kleinen Pause bei Tears of the Kingdom. Und guckt mal, Terry hat es sich hier gemütlich gemacht im neuen Stall von Maritta. Hier haben wir übrigens unser erstes eigens gefangenes registriertes Pferd. Den guten Joe Turbo. War einfach ein Vorschlag aus dem Twitch-Chat. Und ich sehe gerade, hier ist auch direkt ein Schrein nebenan. So, wir können uns auch hier ausruhen. Und auch ganz neu, wir können jetzt hier sogar Punkte sammeln. Ich glaube, ich spreche sogar erstmal mit Terry. Ich habe nämlich fast gar keine Rubine. Ja! Hallo, sind Sie ein Reisender auf dem Pfad des Lebens? Ich auch. Ich bin Terry und dieser Rucksack in Käfenform ist mein Markenzeichen. Wow! Wow! Auch in Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Ich biete Kleingetier und unentbehrliche Ausrüstung für Reisen auf dem Pfad des Lebens an. Und falls Ihre Reisekasse leer ist, kaufe ich Ihnen auch Waren ab. Ich mache Ihnen einen guten Preis für Edelsteine. Oh ja, falls Sie welche haben, verkaufen Sie sie mir nur. Aber genug davon. Ich glaube, wir verkaufen sogar wirklich schon mal was, weil ich habe ja fast gar kein Geld dabei. Ich habe 21 Rubine. So, ich kaufe beinahe alles. Das ist ja schön. Warte mal. Hä? Achso, hier. Ich muss erstmal hier. Wo sind meine Opale? Sag mal. Doch hier. Soll ich die verkaufen? 30 Rubine für einen? Oder braucht man die? Da steht wertvoller Edelstein. Ich glaube, die sind doch eigentlich größtenteils nur zum Verkaufen da. Da steht zwar Synthese, Angriffsstärke, aber. Yo! Alter, 110 für einen Rudonit? Erzielt sehr hohe Preise. Weiß ich jetzt nicht. Ich bin immer so skeptisch, ob ich am Anfang schon so Sachen verkaufen soll. Ich habe halt wirklich fast keine Kohle, ne? Ich habe halt fast keine Knete im Moment. Ich habe wieder Angst, nicht, dass es dann heißt, yo, das hättest du mal besser doch nicht verkauft, weil das ist noch geil für das und das. Ich glaube, Rodonier, ich meine, der würde richtig was einbringen. Ich habe sogar zwei davon. Eher doch eher die Monstermaterialien. Ich muss überhaupt sortieren. So. Nach Typ. Nach Angriffsstärke, nach häufigster verwendet. Naja, eher nach Typ sortieren. So. Ich werde mal schauen, was wir hier noch. Also die Monster sind es auf gar keinen Fall. Monstermaterialien. Ich meine, wie gesagt, hier diese Hinux-Sachen, das kannst du halt auch alles zu Medizin machen, so, ne? Das kannst du auch alles zu Medizin machen. Ich glaube, ich verkaufe doch mal wenigstens die Opale, weil die, ich glaube, die findet man so häufig. Die sind immer mal wieder in Schatztruhen drin oder du kriegst sie bei irgendwelchen Erzbrocken, aber ich glaube, die Rhodonitis kann sein, vielleicht gab es nicht auch so spezielle, ich kann mich noch erinnern, in Breath of the Wild gab es so eine Gerudo-Dame, so eine Gerudo-Händlerin, die ist immer rumgezogen und die hat einem oft bessere Preise gezahlt für Edelsteine, wenn man die bei ihr verkauft hat. Vielleicht gibt es die hier auch wieder. Ich habe den natürlich noch nicht getroffen. Ich verkaufe dem einfach mal. Da kriege ich 120 Rubine für 4 Opale. Ja, ja. Oh, ja, ja, das ist ja ein ganzer Vorrat. Dafür zahle ich 120 Rubine. Einverstanden? Yes. So, ich danke Ihnen. Wenn Sie etwas nicht mehr brauchen, kaufe ich es gerne. Ja, Sie verkaufen, ich kaufe. So, was verkauft er selber eigentlich? Was kann ich bei ihm? Okay, Holzpfanne natürlich, Feuerfrüchte, Gluteblech, Schleichwürmchen, Fitkröte. Boah, die kostet aber gleich 100. Die kann ich mir doch in der Wildnis selber wo fangen. Also ich glaube, das Wichtigste sind eigentlich halt immer Pfeile. Ne? Pfeile sind eigentlich immer wichtig. Aber wir haben eigentlich genug, oder? Ich habe noch 78 Pfeile. Ich weiß gar nicht, ob das so ein. Das so gut ist. Ach komm. Pfeile kannst du eigentlich nie genug haben. So, alles ausverkauft. Ich werde meine nächste Lieferung abwarten müssen. So. So, komm, jetzt hab ich 90 Pfeile. Ich glaube, damit komme ich ganz gut über die Runden. So, naja, lass mal gut sein. Vielen Dank, ich freue mich auf den nächsten Besuch. So, und jetzt hier noch ein
bisschen pennen? Willkommen in unserem Stall, Link. Möchtest du bei uns übernachten? Normales Bett kostet 20 Rubine. Was ist denn ein Malon-Bett? Wenn du in einem Malon-Bett übernachtest, ist dein Schlaf sehr viel erholsamer. Außerdem hältst du eine Weissagung des Pferdegottes Malon, äußerst beliebt bei unseren Gästen. Dieser besondere Service steht allerdings nur Gästen zur Verfügung, die mindestens 7 Stallpunkte gesammelt haben. Haben wir ja noch gar nicht. Gut, dann von vor. Normales Bett. Normales Bett. So, komm. Und wir pennen bis morgens. Ich wünsche einen geruhsamen Schlaf. Dankeschön. Bekommen wir ja jetzt auch Punkte. Wahrscheinlich einen Punkt oder so fürs Übernachten. So, Herzen wieder voll. Guten Morgen, fühlst du dich erholt? Zum Dank für den Übernachten erhältst du einen Stallpunkt. So, Treuepreis wartet. Oh, du hast ja schon einige Punkte gesammelt, Link. Wenn du sie für eine Prämie einlösen möchtest, dann sprich doch über das Stammmitgliederbuch mich nochmal an. Wir freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch. So, das möchte ich gleich mal hier checken. So, das hier ist das Stallmitgliederbuch. Prämie erhalten. Ja. Ein Moment. Du möchtest also eine Prämie für deine Stallpunkte, stimmt's? Ja. Deine Prämie für 3 Stallpunkte ist ein Geschirr. Jo, wie nice, ein Pferdegeschirr. Set aus einem stramofizierfähigen Zuggeschirr, mit dem dein Pferd Wagen oder Materialien ziehen kann und einen bequemen Sattel. Da ist ja nice. Hast du dein Pferd mit einem Geschirr ausgerüstet, kannst du es vor Lasten spannen. Zum Beispiel einen Wagen oder einfach etwas, das du irgendwo hin transportieren möchtest. Wenn du noch 2 Stallpunkte mehr sammelst, na, dann gehört der Pferdegottstoff dir, Link. Diesen ganz besonderen Stoff kannst du in der Färberei von Hateno in den Kluder verwenden. Vielen Dank, dass du unsere Stelle nutzt. Okay, richtiger Ehrenmann. Ein Pferdegeschirr. Was brauchen wir das jetzt schon? Wie lege ich dem Pferd das jetzt eigentlich an? Auswählen? Nee, das ist hier unter Wichtiges. Erstmal sortiert. Ist das automatisch? Nee. Ist egal. Also wir haben es auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier im Moment sowieso noch keine, so, weil jetzt morgen ist es Terry jetzt aufgestanden und läuft hier draußen rum. Jetzt habe ich schon gedacht, hey, den gibt es ja nicht 2, weil er kann ja nicht gleichzeitig da drin sein und hier draußen. Aber wir haben ja geschlafen. So, komm, gehen wir gleich mal hier nebenan zu dem Schrein. Und dann können wir uns auch jederzeit zu dem Stall porten. So, der Sinagwavaka-Schrein. Wer denkt sich eigentlich immer diese Namen aus? Ja, die Shika-Schreine hatten in Breath of the Wild auch die total kuriosesten, weirdesten Namen. Wie kommen die immer auf sowas? Oder benutzt Nintendo da einfach einen Namengenerator? Ah. So. Okay, das mit dem Pferdegeschirr finde ich echt cool. Vielleicht brauchen wir das noch für... Ich könnte mir vorstellen, eine Nebenquest, wo wir irgendwie Leute transportieren müssen. Weil ich habe... heiße Luft. Ah ja. Ich habe in einem Trailer habe ich gesehen, da gab es sogar Kutschen. Da gab es auch Kutschen. So. Ah! Das sind jetzt hier... ein Heißluftballon. Okay. Warte mal. Ultrahand. Da muss ich doch aber safe mit so einem Brett arbeiten. Das zusammenkleben. So, verbinden. Oder, nee, hä? Warte mal, der steigt jetzt auf. Das kann auch bei dem gar nicht funktionieren. Oder doch, lol. Oh. Schaffe ich es bis nach oben? Nö. Nee. Sterben wir eher. Huch.
Okay, wie zur Hölle funktioniert das? Das Ding ist doch unten offen, da kann ich doch gar nicht... Na wohl, nee, das ist nicht ganz offen. Ich da drin stehen, kann ich da überhaupt einsteigen? Ich kann hier gar nicht einsteigen, ich brauche eine Plattform, aber hey, das verbrennt doch. Hä? Bin ich schon wieder zu blöd für den Schrein? Das verbrennt doch. Habt ihr ja gerade gesehen. Ich werde es gerade selber abgefackelt. Was soll denn der Quatsch? Ich weiß schon, wie ein Heißluftballon funktioniert, aber eigentlich gehört das doch hier oben dran und nicht unten. Aber ich kann hier nicht einsteigen. Ich kann hier nicht einsteigen. Ich brauche eine Plattform. Das kann doch nur so funktionieren. So. Aha! Aha! So! Deine Mutter! Ich hoffe, das ist richtig so. Ich meine, anders wüsste ich jetzt nicht, wie es noch irgendwie anders gehen sollte. Aber das war doch schon mal nice. So. Okay, was ist jetzt hier? Geht's ja noch ein bisschen weiter. Okay, warte mal da oben. Ja. Wie komme ich jetzt da hoch? Jetzt habe ich hier wieder keine Holzplatten. Was mir überhaupt ein bisschen missfällt, dass wir hier so weit weg waren. Huch, nein, 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 nein! Mann! Ich schwör, was ist mit dieser behinderten Ultrahand? Mann! Was soll denn das? Ich wollte das schon wieder nicht. Ich schwör, du machst in dem Spiel so viel, was du gar nicht machen willst. Ich wollte das nicht, dass das jetzt wieder brennt. Ey, Nintendo, manchmal mit eurer Scheißsteuerung ist das so abfuck. Ich wollte nur gucken, wie ich da jetzt komplett hochkomme. Ich will noch höher. Ich will da oben auf dieses Gitter noch da ganz drauf. Ist das da ein Schalter? Ist hier eigentlich eine Truhe oben oder ist hier irgendwas? Also hier oben hättest du super eine Truhe hinmachen können. Warte mal, ich glaube, ich mache das hier schon wieder falsch. Ja, das würde sonst nicht so komisch leuchten. Wieso liegt hier oben kein Holz? Ist das wieder dumm? Kann ich das mitnehmen? Mitnehmen. Meinetwegen verbinden. Auch wenn es mega dumm aussieht.
Ich brauche etwas, dass der andere Ballon da oben da auch hingeht. Ist schon wieder super kompliziert, ich weiß nicht. Oder denke ich schon wieder zu umständlich? Ich weiß eigentlich, was ich machen will, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Da muss ein anderer Ballon von unten gegenfliegen und den Schalter so drücken, dann geht das Gitter wahrscheinlich auf. Aber ich brauche dann Holz, so wie bei dem hier. Ja, das geht aber... Ja. Wie zur Hölle soll ich das machen? Sobald ich die Fackel wegnehme, ist... Aber ich kann ja nicht die Kerze da dran machen, oder? Dann steckt das doch in die Unendlichkeit auf, oder nicht? Mann, wie macht man das? Gescheißen. Das gibt's doch wohl nicht. Mach das, dann mach das halt so. Alter. Ich will doch nur diesen scheiß Schrein schaffen. Ja, super. Ich hasse mein Leben. Ich weiß nicht. Warum klappt denn das nicht? Ich schwöre, was ist das? Packt mich das hier schon wieder ab. Als ob man jetzt so eine Viertelstunde in diesem Schrein rumeiert. Ich weiß doch, was ich machen will, aber dieses Scheißspiel lässt mich das nicht so machen, wie ich es will. Und das ist das, was mich gerade richtig nervt. Das nervt mich gerade total. Das nervt mich gerade megamäßig. Ich muss ein so ein scheiß Holzbrett da drüben hinkriegen, aber das geht nicht. Wie zur Hölle soll ich das machen? Da oben liegt nichts. Da sind nur diese scheiß Ballons, aber das kann ja auch nicht funktionieren so. So. Das ist doch voll die Scheiße hier schon wieder. Der muss da drüben hin. Ich weiß doch eh, was ich machen muss, aber ich weiß nicht wie. Weil es nicht geht. Was bringt mir das jetzt eigentlich, dass wir hier hochsteigen? Eigentlich bringt das auch überhaupt nichts. Okay, der andere ist immer noch hier oben, Lül. Okay, warte mal, das heißt... Oder kann ich... Warte mal, denke ich schon wieder zu kompliziert? Kann ich das nicht einfach so machen? So. Ich hätte es, glaube ich, die ganze Zeit so machen können. Sorry, wusste ich ja nicht. Konnte ich ja nicht wissen. So, was ist das jetzt hier wieder für eine Scheiße? Ach du meine Güte. Und diese Schreine sind viel größer als in Breath of the Wild. Die sind viel größer. So, da hinten ist der Ausgang. Aber was will das Spiel denn jetzt, dass ich hier mache? Okay, da haben wir eine Leiter. Vor allem, ich möchte den Schrein jetzt trotzdem gerne auch fertig machen, weil dann hätten wir endlich wieder vier... so eine Lichter. Das heißt, ich kann mir dann ein bisschen mehr Ausdauer holen. So. Okay, jetzt lass mich mal schauen. Hier haben wir... Ach. Okay, was zur Hölle? Eine große und eine kleine Kugel. Aber wo müssen die hin? Wo müssen die denn eigentlich hin? Die müssen da oben wahrscheinlich irgendwo rein.
Die müssen da irgendwo rein. So. Das ist doch zu schwer, oder? Oder brauche ich da jetzt mehr Kerzen? Größere Flamme gleich mehr Auftrieb. Ich habe leider nicht gesehen, wo das überhaupt hin muss. Oh Mann, was ist das für ein Scheißschrein, ganz ehrlich. Ich war ja noch nie so ein Fan von den Schreien in Breath of the Wild, aber das hier ist ja schon wieder so unnötig. Das ist einfach nicht dasselbe wie ein richtiger Dungeon. Das sind einfach nur irgendwelche dummen Puzzle. Irgendwelche komischen Spielereien. Okay, da oben muss das hin. Ja, Digga, das habe ich gerade vorhin gar nicht gesehen. Da links muss die kleine Kugel hin. Und rechts muss die große Kugel hin. Dann gehen da wahrscheinlich die Türen auf. So. Okay, das heißt, eigentlich muss ich das hier nach da drüben machen. So. Und die andere, die muss halt dann links hin. Kann doch nicht. Wie soll ich das da hochkriegen? Kann man zwei Ballons irgendwie zusammenkleben? So ein Doppelballon? Es klappt halt einfach nicht, ne? Das ist doch zu schwer. Wie soll ich die Kugel da hochkriegen, verdammt? Das geht doch gar nicht. Muss ich hier mehrere Ballons zusammen dingsen? Das hält ja nicht. Ich kann ja nicht zwei Ballons übereinander kleben. Das kann ja gar nicht funktionieren so. Ja Leute, ich check den Schein gerade nicht, sorry. Ich check den gerade überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Die Kugel ist doch viel zu fett, um da hochzukommen. Die kleine lasse ich mir einreden. Das geht wahrscheinlich easy, aber die große... Wie bitte? Da muss ich damit irgendwas machen. Ach so, die Flammenwerfer für die. Ja, habe ich jetzt gerade auch gemerkt. Habe ich gerade auch gemerkt, ja. Aber die kleine kriege ich doch mit den Kerzen da hoch, oder? Das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass das nicht geht. Ja. Huh.
So. Kleine Kugel haben wir jetzt mal oben. Die kommt hier hinein. So. Okay. Das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite einfach eine Truhe, oder? Ja, hier ist eine Truhe. Okay. Und hier müsste die große Kugel ran. Das habe ich ja schon begriffen. Aber wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Ich habe ja keine Ahnung, was da drin ist. Boah, ganz ehrlich, ey, das regt mich gerade schon wieder so unnötig auf, weil das dauert so ewig. Ich möchte gerne weitermachen. Aber ich weiß ja nicht, was da drin ist, weil einen Schrein doppelt machen ist auch doof. Einen Schrein doppelt machen ist auch ultra doof, ne? Wenn ich schon hier bin, möchte ich eigentlich gerne alles mitnehmen, also auch die Truhen. So. Ich möchte schon gerne alles mitnehmen. Aber wie zur Hölle? Wie geht sich das überhaupt aus? So. Das kann doch nicht funktionieren. Das kann doch im Leben nicht funktionieren. Dann habe ich Angst, dass ich hier gleich alles abfackeln werde. So. Wahrscheinlich brauche ich noch einen. Ja, ich möchte es aber gerne machen, Leute. Ich weiß, es ist optional, aber Truhe, es könnte ja was Geiles drin sein. Das weiß ich ja vorher nicht. Und ich möchte das eigentlich schon gerne mitnehmen. Weil dann muss ich nicht nochmal herkommen. Ich weiß, die Truhen sind meistens immer so oben, aber da können auch geile Sachen drin sein. Da können ja auch geile Sachen drin sein. So, reicht das schon? Ja, so irgendwie ja. So halbwegs. Ja doch, es klappt. Es ist zwar ultra schief, aber ich falle nicht runter. Es scheint zu funktionieren. So, ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. So, Kugel lösen. Wow, 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 wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, ich hab's jetzt irgendwie geschafft. Es sah zwar jetzt total tollpatschig aus und komisch, aber die Kugel ist da, wo sie hingehört. So, ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt. Komm. Für einen Edelstein, okay. Edelstein ist wichtig, für Cash ist okay. So. Dann sind wir jetzt doch fertig. Ich glaube, ich habe viel zu kompliziert gedacht. Ich denke immer viel zu kompliziert bei solchen Sachen. So. Wie lange habe ich dafür jetzt gebraucht? 20 Minuten? Halbe Stunde? Ich weiß es nicht. Hab nicht auf die Uhr geschaut. Ist mir auch egal. Geschafft ist geschafft. Oh, Besucher des Bannschreins. Ja, oh, du komische Steinstatue. Halt einfach dein Maul. Segenslicht. So, wir haben endlich wieder 4 Stück. Jetzt müssen wir aber noch so eine Göttinnenstatue wiederfinden, wo wir das eintauschen können. Ah, so. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ein Opal war die Zeit nicht wert, die ich hier extra gebraucht habe, aber es ist mir egal.